Heute stelle ich euch die neuen Soundpeats Engine Wir vor. Ja, wir werden diese unboxen. Ich werde euch zu diesen Earbuds einige Informationen geben und wir werden natürlich den Klang testen. Und wenn du auf der Suche nach Earbuds bist, dann kann ich dir natürlich Soundpeats wärmstens empfehlen. Ich benutze sie selbst sehr gerne. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro gibt es mehr dazu. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Heute stelle ich euch die neuen Soundpeats Engine 4 oder Engine 4 vor. Und ich würde sagen, wir packen sie erstmal aus, schauen darauf, was alles enthalten ist. Ich habe dir das Produkt unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Kannst du mal reinklicken, kannst dir andere Rezensionen von Käufern abholen und kannst dir natürlich auch weitere Details holen. Aber schau dir das Video erstmal bis zum Ende an, damit du weißt, ob das überhaupt das Richtige für dich ist, was du suchst und wie der Klang ist, sowie das Zubehör kennst. Lass sie uns unboxen. Komm mit! Haben wir ein wunderbares Case enthalten. Eine recht gute Box. Wir haben hier das übliche Infomaterial, Bedienungsanleitung in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter. Also wirklich vielseitig. Wir haben die Kopfhörer. Schauen erstmal, was noch alles enthalten ist. Wir haben hier diese Aufsätze, also für verschiedene Größen, damit diese auch direkt an euer Ohr angepasst werden können. Also 4 weitere Silikonaufsätze. Haben hier das Ladekabel USB-C auf USB-A und haben die Kopfhörer. Diese befinden sich in einem edlen Case-Klavierlack, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier unten die Ladestation, also wo wir das USB-C-Kabel einstecken können. Wir haben diesen edlen Streifen. Oh ja, und man merkt, das ist wirklich hochwertig. Also das fühlt sich richtig hochwertig an. Bleibt auch offen, also klappt nicht zu, wie das manche machen. Man kann das auch hinlegen, ohne dass es zuklappt. Und wir haben die Earbuds, welche sich auch hochwertig anfühlen. Wow, also wirklich edel. Sie sehen auch edel aus und fühlen sich richtig edel an. Also macht erstmal einen wirklich soliden, sehr guten Eindruck. Ich bin begeistert. Sie haben diese kleine Schutzfolie hier enthalten, welche man natürlich abziehen muss, um die Kopfhörer im Case zu laden. So, ich habe dieses Sicherheitskleber mal abgemacht, um diese richtig zu laden. Und ihr seht schon, wenn wir sie einlegen, leuchtet hier die Ladeanzeige. Ja, wenn ich diese Box öffne, höre ich den Befehl Pairing und Power On. Und wir schauen mal auf dem Smartphone, ob diese gleich gefunden werden. Ja, und natürlich haben wir diese hier gleich, Soundpeats Engine 4. Und sie werden gekoppelt. Oh, ihr merkt, es geht ganz schnell auf Koppeln drücken und sie sind verbunden. Ja, und wenn ihr euch die Soundpeats App runterlädt, dann habt ihr noch verschiedene Spezifikationen, die ihr hier einstellen könnt. Und zwar, ihr könnt die Lautstärkeregelung über die App machen, wenn ihr diese nicht über die Ohrhörer selbst machen wollt. Ihr könnt einen Equalizer verwenden. Ihr könnt den voreingestellten Equalizer verwenden. Ihr könnt diesen benutzerdefiniert machen. Also wirklich nach euren Einstellungen, wie ihr diesen gerne hättet. Ihr könnt den Spielmodus aktivieren. Ihr könnt die Funktionen deaktivieren. Also dass es nicht mehr
dass nichts mehr passiert, wenn ihr hier drauf drückt, also dass ihr wirklich alles mit der App steuert. Und das ganz Besondere ist, ihr könnt die Kopfhörer mit zwei Geräten koppeln. Ja, das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit den Kopfhörern über den Laptop einen Film guckt oder Musik hört und euer Smartphone klingelt, dann könnt ihr gleichzeitig mit eurem Smartphone das Telefonat annehmen und könnt den Film trotzdem weiter gucken oder könnt ein Gerät ausschalten, also könnt den Film stoppen und könnt euer Telefonat annehmen. Also nicht wie bisher, dass man nur ein Gerät mitkoppeln kann, sondern zwei. Allerdings braucht ihr dazu die App, die könnt ihr euch natürlich kostenfrei runterladen. Diese Soundbeats Engine 4 Bluetooth-Kopfhörer sind mit HiOS Audio und LDAC ausgestattet. Dual-Dynamik-Treiber für einen richtig krassen Stereo-Sound. Bluetooth 5.3 und Dual-Device-Verbindung. 43 Stunden sollen sie halten und sie haben eine App-Steuerung. Derzeit gibt es einen Rabattcode in Höhe von 20% auf diese Earbuds. Diese Ohrhörer verfügen über ein völlig neues Dual Dynamic Driver System, das ein koaxiales Design mit einem 10 mm Tieftöner und einem 6 mm Hochtöner umfasst. Zusammen sorgen diese beiden Treiber für eine breitere Frequenz und liefern kristallklare Höhen und satten Bass in allen Musikgenres. Ja, dazu könnt ihr das Ganze noch mit der App so einstellen, wie ihr gerne den Sound hättet. Mit einer Ladung habt ihr 12,5 Stunden Soundqualität, also ihr könnt 12,5 Stunden Musik hören, natürlich nicht bei voller Lautstärke. Und mit den weiteren Ladungen, also ihr könnt natürlich nochmals laden und nochmals laden, indem ihr die Earbuds dann wieder in das Case hineinsetzt, und mit weiteren Ladungen habt ihr dann 43 Stunden Musikgenuss durch das Ladegehäuse, ohne dass ihr nochmal aufladen müsst. Mit der Bluetooth Multi-Point Connection ist es möglich, nahezu zwischen Geräten zu wechseln. Also man kann im Prinzip zwischen dem Musik hören oder Film gucken auf dem Computer zu einem Anruf auf dem Smartphone wechseln. Dazu müsst ihr das in eurer App einstellen, zeige ich euch nachher nochmal genauer. Aber der Vorteil ist, es können zwei Geräte gleichzeitig mit den Earbuds verbunden werden. Mein Fazit zu den Engine 4 von Soundbeats nach einer Woche. Ja, diese sitzen wirklich richtig gut in den Ohren. Also wenn ihr euch die richtigen Stöpsel reinmacht. Ich habe mir die kleineren draufgesetzt, denn die mittleren waren zu groß für meine Ohren. Ja, und ihr seht, ich kann hier, da fällt mir eher noch die Sonnenbrille runter, ich kann hier rumwackeln, wie ich möchte. Also die sitzen richtig gut drin. Schaut, dass ihr die richtige Größe euch besorgt, welche in eure Ohren hineinpassen. Also wir haben ja hier diese Ersatz Silikonstöpsel dabei, was natürlich ein großer Vorteil ist. Ja, ein schönes Case, ein Klavierlack-Case, was enthalten ist, fühlt sich richtig edel an, genau wie die Ohrhörer. Die App ist genial, man kann es wirklich perfekt für sich einstellen, also wie man es braucht. Man kann zwei Geräte koppeln, man kann sich einen Film auf dem PC angucken, und wenn das Handy klingelt, kann man umschalten und kann das Smartphone entgegennehmen. Also es ist wirklich ganz neu. Und ja, ich bin wirklich begeistert von diesen Earbuds. Und derzeit gibt es noch einen Rabattcode in Höhe von 20%. Klickt einfach mal auf die Amazon-Seite. Ich weiß nicht, wann ihr das Video schaut, aber derzeit gibt es diesen 20% Rabattcode, was sich absolut lohnt.
um diese zu kaufen, wenn ihr gerade auf der Suche nach genialen Earbuds seid. Ja, ansonsten die technischen Details holt ihr euch bitte von der Seite, von der Amazon-Seite oder direkt auf der Soundpeats-Seite runter. Ich habe euch das Gröbste ungefähr mal gesagt, aber wenn ihr da noch ein paar Details wollt, holt sie euch von der Amazon-Seite. Ich habe euch das Produkt unten verlinkt, da stehen auch die Details drauf, oder geht direkt auf die Soundpeats-Seite. Für weitere allgemeine Fragen schreibt diese unten in den Kommentaren, lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen, ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin und schaut euch das nächste Video an, was ich euch hier eingefügt habe, welches bestimmt auch noch interessant für euch ist. Ciao und arrivederci.